Damit zum nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 17, Dresdens biologische Vielfalt erhalten, fördern und erleben. Und da gibt es einen Ergänzungsantrag der Freien Wähler, der könnte zunächst eingebracht werden. Und wir haben dann eine Wortmeldung und das ist Herr Dr. Deppe. Wer bringt uns den Ergänzungsantrag ein? Frau Wendt, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen im Stadtrat und liebe Bürgerinnen und Bürger, ich glaube, über die Vorlage braucht man eigentlich nicht diskutieren. Die Vorlage, die uns vorgelegt worden ist, ich kann es nur sagen, klasse, die Vorlage oder die Anlage Dresdner Strategie für biologische Vielfalt müsste eigentlich fast im Unterricht genutzt werden, weil es eine so tiefgreifende oder tiefgründig untersuchte Abhandlung ist, die einfach für sich spricht. Ich möchte auch Herrn Dr. Deppe, wenn er nachher redet, nicht vorgreifen, weil ich denke, er wird die ganzen fachlichen Gesichtspunkte auch noch bringen. Wie Sie bestimmt mittlerweile mitbekommen haben, lebe ich auch sehr für die demokratische Entwicklung in Dresden. Und demokratische Prozesse sind nicht nur mir wichtig, sondern eigentlich auch vielen, vielen Mitgliedern hier im Stadtrat. Und deshalb haben wir einen Ergänzungsantrag gestellt, und zwar, dass die Bürgerinnen mit beteiligt werden. Die Vorlage bietet eine gute Grundlage, aber die Experten sitzen eigentlich vor Ort in den Ortschaften und in den Stadtbezirksbeiräten. Deswegen die zwei Ergänzungspunkte, die aus unserer Sicht wichtig sind. Warum sind die so wichtig? Wenn Maßnahmen am Platz, am Schreibtisch, in einem Rathaus formuliert werden, sind es nie die Experten, sondern die entscheiden aufgrund von Aktenlage. Die richtigen Experten sind eigentlich die Bürger und wissen, was es für Probleme mit sich bringen könnte oder was gut oder nicht gut ist. Also das fördert das demokratische Grundverständnis auch der Bürger, wenn wir das so tun. Es hilft am Ende auch Konflikte von vornherein auszuschließen. Und Betroffene werden einbezogen und werden nicht an die Seite gestellt, als wären es nur Unbeteiligte. Da wir alle im Rat nicht abschätzen können, was es für Konsequenzen hat für Schönfeld oder auch für Wilsdorf, die Landwirtschaft, bitte ich darum und werbe für unseren Ergänzungsantrag Punkt 7 und 8. Ich bitte noch eins mit aufzunehmen. Wir haben nicht nur die Stadtbezirksbeiräte beim Punkt 7 einbeziehen wollen, sondern bitte auch noch um Ortschaftsräte ergänzen. So, ich möchte mit einem noch enden. Nutzen Sie die Möglichkeit, heute ist der Tag der internationale Tag der Demokratie und das wäre ein schönes Zeichen, wenn wir die Demokratie mit den zwei Ergänzungen fördern. Danke. Soweit zur Einbringung des Ergänzungsantrages. Und da ich nur eine Wortmeldung habe, würde ich jetzt nie in die Fraktionsrunde einsteigen, sondern Herrn Dr. Deppe direkt aufrufen. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Frau Wendt, ich denke, es lohnt sich schon, über diese Vorlage etwas genauer zu reden. Denn der Naturschutz führt als Thema in diesem Stadtrat leider seit langem ein Schattendasein, das von unserer Fraktion und auch von mir ganz persönlich sehr bedauert wird und bereits auch mehrfach beklagt wurde. Umso mehr freuen wir uns über diese Vorlage und es gelingt mit dieser Vorlage das erste Mal seit langem, dass der Naturschutz zum Gegenstand eines großen Vorhabens der Landeshauptstadt Dresden wird. Mit der unter der grünen Umweltbürgermeisterin Eva Jenigen entwickelten Biodiversitätsstrategie gibt sich die Landeshauptstadt ein durchdachtes, übergreifendes Konzept für den Naturschutz. Dresden hat ein großes Potenzial an wertvollen, vielgestaltigen und unbedingt schützenswerten naturnahen Flächen.
so die weitgehend unverbauten Elbauen, den mit abwechslungsreichem Baumbestand bestandenen Elbhang, den Heller als einzigartiges dünenförmiges Trockenbiotop, die artenreiche Kleinkuppenlandschaft um Marsdorf im Norden oder das ausgedehnte Waldgebiet der Dresdner Heide. All diese Gebiete sind wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen, aber auch unschätzbar wichtig für Naherholung und Naturerleben. Sie zu schützen und zu fördern, ist daher eine wichtige städtische Aufgabe. Die Biodiversitätsstrategie stellt in den Mittelpunkt den Schutz besonders bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Da haben wir zum Beispiel Libellen, da haben wir Wildbienen, da haben wir die Wechselkröte, den Feuersalamander, den Teichmolch, Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Steinkauz, Biber und so weiter. Und es geht um den Schutz zusammenhängender Biotope. Es geht ferner um die Umweltbildung, Öffentlichkeitsbeteiligung und die Förderung der vielen ehrenamtlich im Naturschutz engagierten Menschen. Nur durch deren unschätzbar wertvolles Engagement kann die biologische Vielfalt überhaupt gesichert werden. Das vom GB7 ausgearbeitete und beim Bund für zu beantragende Naturschutz-Großprojekt bietet einmalige Chancen zur Realisierung vieler Naturschutzprojekte in dieser Stadt. Fördermittel in Höhe von über 10 Millionen Euro werden dafür über 10 Jahre zur Verfügung gestellt, bei einem Eigenanteil von 10%, also von etwa 1,15 Millionen Euro, den die Landeshauptstadt dabei selber leisten muss. Im Mittelpunkt des Projekts stehen der Schutz von Offenlandflächen in den Stadtrandgebieten und die Umgestaltung der Agrarlandschaft. Ziele sind die Biotopvernetzung und Steigerung der Artenvielfalt durch Renaturierung naturfern ausgebauter Gewässer und Pflege von Teichen, veränderte agrarische Nutzung, zum Beispiel der Verzicht auf Kunstdüngereinsatz und Pestizide und naturverträglicher Anbau. Große Anbauflächen sollen durch Anpflanzung von Hecken und Grüninseln stärker gegliedert und dadurch Heimstatt für Vögel und Insekten werden. Streuobstwiesen sollen geschützt und vermehrt werden. Dieser Schwerpunkt im Bereich der Agrarlandschaft ist sehr zu begrüßen, denn der Verlust an Artenvielfalt und Biomasse, besonders bei Vögeln und Insekten, aber auch bei vielen Wildblumen, ist besonders eben auf die monoton gewordene Agrarlandschaft zurückzuführen und die Intensivlandwirtschaft mit Einsatz von Kunstdüngern, Pestiziden und der Eutrophierung von Gewässern. Das Projekt hat damit Vorbildcharakter und ist einzigartig für eine deutsche Großstadt. Bisher hat lediglich Hamburg den Zuschlag für ein Naturschutz-Großprojekt bekommen. Und wir haben damit in Dresden eine einmalige Chance, nicht nur durch Kultur zu glänzen, sondern eben durch besondere Anstrengungen im Bereich des Naturschutzes und können noch mal mehr Dresden herausheben als einen Leuchtturm für die Integration von Kultur- und Naturlandschaft. Von daher kann man diesem Antrag nur mit großem Respekt zustimmen. Nun gibt es einen Änderungsantrag der Freien Wähler, der darauf abzielt, dass alle konkreten Projekte dem Stadtrat und den Stadtbezirksräten zum Beschluss vorgelegt werden sollen. Nun, was Sie konkret nennen, ist viel zu unkonkret. Es wird im Rahmen eines solchen Projektes viele, viele kleinere Projekte geben und das ist teilweise dann sehr kleinteilig. Da werden irgendwo Hecken gepflanzt, da werden Teiche oder Bäche renaturiert. Und wenn man das wirklich alles durch den Stadtrat bringen will, dann ist es ein Verhinderungsprojekt. Dann wird das nämlich dazu führen, dass dann letztlich nicht viel geschieht, weil man andauernd auf irgendwelche Beschlüsse wartet. Und Bürgerbeteiligung ist das, was im Geschäftsbereich 7 eigentlich immerwährend gemacht wird bei Projekten, die sensibel sind. Ich würde deshalb vorschlagen, um das dann doch ein bisschen besser handhaben zu können, dass wir einen Zusatz in die Vorlage aufnehmen. Das wäre jetzt also auch mein Antrag, nämlich dass der Punkt 6 ergänzt wird durch den Satz, der Ausschuss für Umwelt und Kommunalwirtschaft ist alle 6 Monate über geplante, konkrete Projekte zu informieren.
Das wäre der Zusatz, den ich vorschlage. Und dann, es geht um geplante Projekte, das heißt, dann hat der Ausschuss und dann haben die Mitglieder des Stadtrates Gelegenheit, dort einzuhaken, wenn irgendwie der Eindruck entsteht, dass ein Projekt da zu sensibel sein sollte oder eben nicht im Sinne diese Biodiversitätsstrategie sein sollte. Also das ist der Antrag, den ich stelle. Den Antrag der Freien Wähler lehnen wir ab. Danke. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Das kann ich mir nicht erkennen. Dann kämen wir zur Abstimmung. Zunächst habe ich, wie gesagt, den Ergänzungsantrag Freie Wähler, die zwei Punkte ergänzen, 7 und 8. Weise noch mal darauf hin, im Punkt 7 hat der Einreicher selber noch ergänzt, statt der jeweils betroffenen Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte, also beides da aufgeführt wird. Wer diesem Ergänzungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. (lacht) 35 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, wäre so angenommen. Und dann ist im Punkt 6 noch ein Antrag gewesen, jetzt von Herrn Dr. Deppe, im Ausschuss Umweltkommunales aller 6 Monate dann zu informieren. Ich mache es mal ein bisschen abgekürzt, müssen Sie nochmal einen genauen Wortlaut mit hergeben, sodass wir es dann da haben. Wer dieser Ergänzung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (36 Ja, 31 Nein, eine Enthaltung, damit so angenommen. Und wir kommen damit zur Schlussabstimmung über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (lacht) 67 Ja, keine Nein, keine Enthaltung, dann so beschlossen.